Maximal 3 Sekunden lang sollen die Zugführer hupen, pro ungesichertem Bahnübergang. Davon gibt's aber in Fischenlangenwang gleich 4. Und das ärgert Anwohner wie Josef Ochsenreiter mächtig, weil sich daran seit Jahren nichts ändert. Im Gegenteil, die Warntöne werden noch lauter und länger, glaubt man in Langenwang. Das ist einfach unsäglich, wenn ich am Morgen früh um 5 Uhr den Zug durchfahre und der durchfährt und der hupt dann 4-mal in unserem Ort, kann ich nicht nachvollziehen. 60 Züge rollen täglich durch den Ort. Ich bin das 19. Jahr im Gemeinderat in Fischen tätig. Und wir sind 19 Jahre, soweit ich mich zurückerinnern kann, ist das Thema 19 Jahre lang auf dem Tisch. Und das sehen Sie ja selber, was wir in den 19 Jahren wirklich bewegt haben. Jetzt soll sich endlich was ändern. Also hat er Beweise gesammelt, sich regelrecht auf die Lauer gelegt, morgens und abends an die Strecke gestellt und die Lautstärke und Länge der Warntöne aufgezeichnet. Material, das Fischens Bürgermeister Bruno Sauter helfen soll, schneller bei der Bahn zum Ziel zu kommen. Die Bahn schreibt zwar auf BR-Anfrage, wir können den Anwohnern mittel- bis langfristig eine Reduzierung der Signalpfiffe in Aussicht stellen. Den Einwohnern dauert das aber eindeutig zu lang. Für die ersten Bahnübergänge im Ort gibt es zwar schon konkrete Lösungen. Wir haben 2018 dann unseren Part erfüllt, also erledigt, indem dass der Anwandweg gebaut worden ist, fertiggestellt worden ist. Und jetzt hoffen wir, dass die Bahn nachzieht. Die Umsetzung wird dann ca. 2022, vielleicht noch Ende 2021 zumindest angegangen werden und 2022 wahrscheinlich dann zum Abschluss kommen. So ist zumindest unsere Hoffnung. Was den Bürgermeister noch ärgert, es gibt keinen bei der Bahn, der konkrete Entscheidungen treffen will, sagt er. Vor Ort sieht das Ergebnis dann ziemlich lückenhaft aus. Man sieht sehr deutlich, links und rechts, die Anbindungen, die Asphaltteile, die Straßenteile sind von uns schon fertiggestellt. Jetzt fällt einfach noch das Gleisstück, das letztendlich dann die Bundesbahn liefern muss. Ein ähnliches Konzept liegt auch für den Ortsteil Langenwang mit den 4 ungesicherten Bahnübergängen längst in der Schublade. Den Anwohnern zufolge hat sich bei der Bahn aber noch niemand dafür interessiert.